So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, heute mal wieder mal ein neues FAQ und zwar, ja, habe ich es wieder auf Instagram angekündigt, also wenn ihr mir auch mal Fragen stellen wollt, folgt mir auf Instagram, ich blende hier mal den Namen ein, Leute. Genau, und es sind noch nicht so viele Fragen rausgehauen worden, weil ich das Bild erst vorher hochgeladen habe. Aber ist ja auch egal, 10 Fragen oder so sind's. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Zeitmalerei fragt, wie groß bist du? Also ich bin so 1,85 Meter, sowas groß, schätze ich mal. Dann Nusch-Nuffi fragt, blondes oder brünettes Mädchen, wenn du wählen könntest? Also mir eigentlich egal. Ich mag beides, von dem her. Kommt darauf an, wie es halt aussieht. Genau, oder? Kilanowski 42 YouTube fragt, was hast du noch alles vor auf YouTube? Gruß Kilanowski 42. Ja, auf YouTube habe ich auf jeden Fall noch vor, mehr mit anderen YouTubern noch zu machen. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Und genau, auf jeden Fall viel Abwechslung reinkriegen, dass die Videos nicht immer so einseitig werden. Genau, Leute. Dann wieder Zeitmalerei fragt, was hältst du von Schönheits-OPs? Wenn es jemand will, dann soll er es machen. Genau, muss jeder für sich selber wissen. Dann Lukas Gramm fragt, kannst du mal wieder eine Challenge machen? Ich kann, sobald ich mal wieder mit jemand was mache, irgendwie mit meinem YouTube-Bro, Life of JJ oder Sandu oder so, kann ich auf jeden Fall mal wieder eine Challenge machen. Genau, dann nehme ich die auf jeden Fall auf, wenn ich mal wieder eine Challenge weiß, auch was für eine. Genau, Jenny 2003 fragt, Lieblingslied. Also mein Lieblingslied ist DJ von DJ Snake Middle. Richtig chilliges Lied auf jeden Fall, Leute. Müsst ihr euch auf jeden Fall downloaden oder mal anhören auf YouTube, ist richtig chilliges Lied. Tiefen Philippe fragt, wie viele Freundinnen hattest du schon? Ja, also ich hatte noch nicht so was richtig Festes, weil... Keine Ahnung, da hatte ich jetzt noch nicht so richtig Bock drauf und richtig Zeit auch und das bringt nur wieder Probleme mit sich. Ew, wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, Leute, wenn eine kommt, dann kommt sie halt mal. Kommt alles mit der Zeit, genau, und dann kommen wir zur nächsten Frage, Leute. Zeitmalerei fragt schon wieder, wie lange hängen die Autoposter schon in deinem Zimmer? Ja, die hier, ja, keine Ahnung wie lange, auf jeden Fall schon 5-6 Jahre oder so, keine Ahnung, ich zähle die Jahre nicht mit, hängen auf jeden Fall schon ewig da, genau, wolltest du schon mal wegmachen, aber dann ist die Wand irgendwie so leer, aber ja, habe ich sie einfach hängen lassen, sind ja geile Autos. Dann Yannick Armin fragt, machst du mal Pranks? Also, ja, habe ich auf jeden Fall geplant, das mal mehrmals zu machen. Das, wenn ich du wäre, das war jetzt halt mal so, ja, wie kommt es so an? Kommt auf jeden Fall gut an bei euch, deshalb mache ich das auf jeden Fall weiter. So richtige Pranks mal, hoffe ich, dass da was mir was dann einfällt. Oder schreibt mal eure Prank-Vorschläge in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ja, wenn ich die Namen und so die Fragen jetzt nicht eingeblendet habe, seid mir nicht böse. Vielleicht habe ich sie auch eingeblendet, je nachdem wie viel Zeit ich jetzt noch habe, Leute. Weil es ist Sonntag und ich muss jetzt noch packen und so Zeug. Und ja, wenn ihr das Video seht, bin ich schon in Berlin, Leute. Nochmal hier mein Snapchat-Namen, dann könnt ihr mir folgen, wenn ihr sehen wollt, was ich in Berlin alles mache. Genau, dann war es das eigentlich von dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und tschüss.